Das liegt mir sehr am Herzen, denn noch vor 2 Tagen hatte Frau Katharina Barley, das ist ja die Oberschlaue der SPD am Europaparlament, kundgetan, dass sich Frauen seit 1950 in Deutschland nicht mehr sicher fühlen. Ich hatte das thematisiert, ich hatte auch gefragt, ja gut, warum seit 1950, warum nicht 49, warum nicht 63, habe aber bisher von der Dame keine Antwort bekommen und erwarte die auch nicht. Frauen ziehen sich aus dem öffentlichen Leben zurück in Deutschland und sie tun das insbesondere nachts, abends in der Dunkelheit, und ich halte das für eine Katastrophe. Die Gründe dafür sind bekannt, sie werden aber verschwiegen. Sie werden auch ja von den interessierten Parteien im wahrsten Sinne des Wortes niedergemacht, die Meinungen, die sagen, okay, das hat schon einen guten Grund, den ich hier gar nicht aussprechen muss. Aber es ist geradezu herzzerreißend. Hier in Bulgarien, wo ich mich aufhalte, laufen Frauen zu jeder Tages- und Nachtzeit, auch junge Mädchen, ohne Probleme im öffentlichen Raum herum, ohne großen Geleitschutz. Und derjenige, der es wagt, sich hier an einem Mädchen oder einer Frau zu vergreifen, ja, der soll das mal versuchen. Dem geht es hinterher garantiert nicht so gut. Und so sollte es auch sein. Frauen verdienen unsere Achtung, unseren Respekt. Und unsere Liebe natürlich. Frau Barley, Sie haben sich so etwas von ins Abseits geschossen mit Ihren Aussagen, dass das allgemein ein Problem der Männer sei. Männer sind für Sie per se toxisch. Männer sind für Sie von vornherein Vergewaltiger, muss ich mal fragen. Oder Menschen, die Frauen belästigen. Sie wissen, dass dem so nicht ist. Dass die Problematik sich insbesondere seit 2015 und in der Folge hervortut, mit einer absolut unkontrollierten Zuwanderung von Menschen aus einem Kulturkreis, in diesem Fall natürlich Männer, die es an Respekt vor Frauen mangeln lassen und die mit unserer Kleiderordnung und auch mit unseren Verhaltensregeln anscheinend absolut nicht klarkommen. Wer das deutlich sagt, wird sofort als Rechtsextremist geframed, aber das lassen wir uns nicht länger gefallen. Frau Barley, diese Zeiten sind vorbei, wo diese Keule noch irgendwelchen Nutzen hat.